Herzlich willkommen zur mittlerweile 10. Folge von Medikamente, die Vitalstoffräuber sind. Heute mit dem großen Thema Antihistaminika. Antihistaminika, und zwar alle Antihistaminika, egal welche, sind leider Gottes ganz, ganz große Vitamin C-Verbraucher. Gerade bei Vitamin C ist das ganz schlecht für den Allergiker, der ja auf das Antihistaminikum angewiesen ist. Denn folgendes, ich lese jetzt aus dem offiziellen Food Health Claim heraus. Vitamin C trägt zu einer Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Und genau das ist ja eins der wesentlichen Probleme eines Allergikers. Darüber hinaus trägt es zur Erhaltung einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Und genau das ist ja bei einem Allergiker genau das Problem. Somit sollte auf jeden Fall jeder, der Antihistaminika zwangsläufig einnimmt, definitiv mindestens Vitamin C einnehmen, aber auf jeden Fall eine Magen-Darm-Kur machen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach einen Kommentar und folgt mir.